kann man ganz gut hören. Professor Lepine, können Sie auch mal ganz kurz einen Takt sagen? Ich versuche es gerade mal und weise darauf hin, dass ich nachweislich ein Sakko dabei habe, aber bitte darum, dass ich es jetzt nicht anziehen muss. Wunderbar. Tolle. Nee, das müssen Sie nicht. Erst herzukommen, das ist ja gar nicht so ganz einfach, Sie jetzt noch zukünftig zu erwischen. Deswegen sind wir auch so dran geblieben, weil Sie ja nach Amerika gehen werden, voraussichtlich, wenn das Corona zulässt, im August. Das heißt, Sie sind dann wirklich erstmal zumindest physisch nicht so schnell wieder in Görlitz. Sie sind heute in zweifacher Funktion für uns eigentlich da, nicht nur für den Vortrag, also inhaltlich Jakob Böhme, sondern für uns auch wichtig als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates des zukünftigen oder des schon entstandenen Jakob-Böhme-Zentrums. Und deswegen habe ich mir erlaubt, heute mal mit einem kleinen Interview zu starten, was wir sonst nicht machen, weil Sie als Persönlichkeit auch noch ganz kurz mal auch für uns erlebbar sein sollen. Denn ich bin mittelprächtiger oder ein starker Fan von Ihnen, weil ich das toll finde, wie unkompliziert und erfrischend so Sie die Dinge angehen. Und deswegen freue ich mich, dass Sie da auch mitmachen bei unserer Vortragsreihe. Ja, wie kommt man nach Amerika? Wie geht das? Wie kann man denn an die Jail berufen werden? Wir sind natürlich in der Wissenschaft immer schon sehr stark international vernetzt miteinander und es gibt dort in Yale eine Stelle, die einen Schwerpunkt Christentumsgeschichte des Mittelalters hat. Irgendwann erzählten mal Kollegen aus Yale, die wird frei und dann fragt die so nach, ach ja, wann wird sie denn so frei? Dann merkten die, der könnte sich dafür interessieren und so kam das Gespräch zustande und wir konnten im Vorfeld auch schon darüber sprechen, ist das überhaupt sinnvoll oder ist es eine Schnapsidee? Und dann gibt es ganz wie in Deutschland da auch ein normales Bewerbungsverfahren mit Konkurrenz und mit entsprechenden Vorstellungsvorträgen, wobei ich in Amerika das auch es leuchtet grün. Ja, kannst du mal ein bisschen hochfahren? Ist es so besser zu hören? Ja. Passt es besser? Gut, vielen Dank für den Hinweis. Für die unterschiedlichen Kulturen war es für mich dann sehr spannend. Wenn man hier in Deutschland sich an einer Universität vorstellt, hält man einen Vortrag von einer halben Stunde, hat eine Diskussion von einer halben Stunde und dann ist man nochmal in der Kommission und nach anderthalb Stunden ist alles vorbei und die Menschen haben sich ein Bild von einem gemacht. An der amerikanischen Universität ist man mehrere Tage, trifft auch eigens die Studierenden, ohne dass die Professoren dabei sind und aufpassen, trifft die Promovierenden, trifft sich zum Essen mit einigen, also man macht sich ein ganz anderes Bild von den jeweiligen Kandidaten, sodass die dann tatsächlich auch offenbar nach dieser Vorstellung den Eindruck hatten, es könnte miteinander passen. Ich hatte auch den Eindruck, dass es passt und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Zeit. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ehrlich gesagt, ich denke, dass wir Görlitzer auch so ein Stück weit ein paar Erwartungen und Hoffnungen an Ihre Berufung knüpfen. Denn Sie bleiben uns ja als Vorsitzende erhalten für dieses Zentrum und haben auch weiterhin vor, die Tagung zu organisieren und konzeptionieren. Ist das richtig? Genau, darüber haben wir uns ja schnell verständigt, dass diese Aufgabe hier zu den wenigen Aufgaben gehört, die ich tatsächlich in Deutschland behalte. Ich möchte nicht permanent hin und her pendeln, aber ich erlebe hier etwas, was im Aufbau befindliche ist und sozusagen in der ersten Phase des Aufbaus zu sagen, naja, jetzt breche ich gleich schon wieder alle Zelte ab, das wäre eine sehr schwierige Situation. Das heißt, ich möchte diesen Aufbau auch mitgestalten. Ich finde das faszinierend, was hier wächst und möchte da gerne dabei sein. Klasse. Und ich denke, das haben wir jetzt alle in der Pandemie auch gelernt, dass man das über Distanzen schafft. Und ich denke mal, dass die Verbindungen jetzt auch so schön geknüpft sind mit persönlichen Erfahrungen, dass das auch viel leichter geht, wie auf Zuruf. Und Bernd Rosenstiel hat uns ja schon viel davon vermittelt, wie in Amerika, auch in Südamerika, aber eben auch in den USA, Jakob Böhme ein Thema ist. Und ich denke mal, da werden Sie auch ein gewisses Resümee oder Resonanz auch finden können in Ihrer Arbeit. Und vielleicht wird dann auch Görlitz über Sie ein Stück weit bekannter. Und ist eine unserer Hoffnung ein Stück weit, dass Sie das nach Amerika tragen können, hier unser Jakob-Böhme-Zentrum. Aber das war ja sowieso geplant,
weltweit ein Zentrum für Jakob Böhme aufzubauen. Das ist ja eigentlich unser hehres Ziel, vornehmlich auch von Dr. Wieler. Und das werden wir auch als Gemeinschaft, als Bürgerschaft so unterstützen und tragen, soweit es in unseren Kräften ist. Sie haben jetzt Jakob Böhme in einem neuen Buch, das im August erscheinen wird, im CH Beck Verlag, auch einen Platz eingeräumt im Rahmen der christlichen Mystik. Sind wir Ihnen natürlich auch dankbar. Wie kam es dazu, dass er da seinen Platz findet? Oder ist das schon der Vortrag? Letztlich ist es schon der Vortrag, vielleicht als Auftrag zu dem Vortrag. Es ist ein Buch, was 2000 Jahre Geschichte christlicher Mystik behandelt, auf 500 Seiten. Das heißt, es sind nicht so sehr viele Autoren, die man ausführlich behandeln kann. Böhme wird nicht so ausführlich behandelt wie an Bernhard von Clairvaux, aber ich finde, er gehört zu den Namen, die in diese Geschichte der christlichen Mystik definitiv hineingehören. Und dann kann man ja immer noch ein extra Buch über ihn schreiben vielleicht. Jetzt erstmal der Vortrag und ich danke Ihnen sehr, dass Sie nach Görlitz gekommen sind und wünsche allen viel Freude und dadurch, dass wir das auch aufnehmen, bleibt es ja der Nachwelt erhalten. Nicht ganz 3 Wochen später kam der erste Lockdown und irgendwie rundet sich für mich ja etwas, dass ich nun in der Phase, in der wir hoffen, dass wir diese Pandemie doch nach und nach hinter uns bringen, wieder hier bin und Ihnen Jakob Böhme als protestantischen Mystiker vorstellen kann. Und im Grunde könnte man schon über beide Begriffe, die ich da in diesem Titel verwende, längere Debatten führen. Ist er eigentlich ein Mystiker? Wir haben es eben schon in dem Gespräch angetönt. Gehört er in eine Geschichte der christlichen Mystik hinein? In der Zeit, als Böhme neu für die Philosophie entdeckt wurde, als an Schelling sich intensiv mit ihm beschäftigte, hat Franz von Baader in seiner großen Vorlesung, die er über Böhme gehalten hat, unter anderem festgestellt, Mystik, beziehungsweise so formulierte er es, Mystizismus, das sei eigentlich der Gipfel von allem. Das heißt, man hatte auch damals, als Böhme, wie er heute auch sehr stark rezipiert wird, als Philosoph neu entdeckt wurde, einen Blick auf diesen Mystiker, wobei bei Baader, bei mir und bei allen anderen, die etwas zu Mystik sagen, sich immer die Frage stellt, was meint man eigentlich mit diesem schwer definierbaren Begriff? Schwer oder leicht definierbar? Leicht definierbar, wenn man darauf blickt, wie viele Mystikdefinitionen es gibt. Es gibt mindestens so viele Mystikdefinitionen wie Autoren über Mystik. Letztlich definitiv sogar mehr, denn ich habe jetzt eben gerade mein zweites Buch über Mystik geschrieben und arbeite dort mit einer etwas anderen Definition als in dem ersten Buch über Mystik. Die Definition, der ich jetzt folge, ist, dass es in der Mystik um ein Gottesverhältnis geht, das entgegen aller Wahrscheinlichkeit, entgegen aller Empirie von der Vorstellung ausgeht, dass Gott den Menschen unmittelbar, ohne jede Vermittlung, nahe kommen könne. Philosophischer formuliert, dass das Transzendente in die Immanenz hineinkommen könne, dass Gott in bestimmter Weise in mich hineinkommen kann. Und ich hoffe, dass Sie zumindest am Ende dieses Vortrages der Meinung sind, bei einem solchen Verständnis von Mystik kann man Jakob Böhme tatsächlich als Mystiker bezeichnen, als einen protestantischen noch dazu. Das entspricht zunächst einmal seiner eigenen Zuordnung, aber es entspricht natürlich, das wissen die Bürger und Bürgerinnen der Stadt, in der Gregor Richter gegen Böhme gewettert hat, nicht unbedingt immer dem Verständnis der Vertreter eines offiziellen Protestantismus, der sich mit Böhme in seiner Zeit schwer getan hat und der sich auch in der Folgezeit sehr schwer getan hat und leider bis heute oft auch mit Jakob Böhme schwer tut. Jakob Böhme hat in der evangelischen Tradition, in der lutherischen Tradition gestanden und ich tue mich schwer damit, eine dogmatische Definition des Luthertums einfach an ihn anzulegen und aufgrund dessen zu sagen, er passt nicht hinein, sondern als jemand, der Theologe und als Theologe Kirchenhistoriker ist, versuche ich ihn in den Strom dieser Mystik hineinzustellen und zumindest zu Beginn etwas dazu zu sagen, dass entgegen dem Urteil des 19. Jahrhunderts Mystik durchaus einen protestantischen Ort hat. Im ausgehenden 19. Jahrhundert hat der große Dogmenhistoriker in Berlin, Adolf von Harnack, erklärt,
Die Mystik wird man niemals protestantisch machen können, ohne der Geschichte und dem Katholizismus ins Gesicht zu schlagen. Das ist natürlich, Sie merken, so eine typische Rhetorik, wir würden ja die Katholiken stören, wenn wir sagen würden, etwas ist Mystik und deswegen wollen wir die Mystik schon mal gar nicht, denn die ist ja katholisch und das gehört bei Harnack dazu, deswegen schlecht. Also man wollte im 19. Jahrhundert Mystik nicht im Kontext des Protestantismus wissen. Interessanterweise hat die Geschichte des Protestantismus nach Harnack trotz allen Auseinandersetzungen mit der liberalen Theologie, für die er stand, mit dieser Ablehnung der Mystik fortgesetzt. Der große Erneuerer evangelischer Theologie gegen die liberale Theologie im 20. Jahrhundert, Karl Barth, hat Harnack fast durchgehend kritisiert, aber an dem einen Punkt hat er ihm zugestimmt, Mystik sei unprotestantisch. Sogar Mystik sei eigentlich die Schwester des Atheismus. Protestantismus tut sich schwer mit Mystik, obwohl die Anfänge der Reformation zutiefst mit Mystik verbunden waren. Ich gehe nicht auf die Einzelheiten wie Martin Luther ab 1515 oder 16, also noch vor der Veröffentlichung seiner Thesen gegen den Ablass, sich mit dem dominikanischen Mystiker Johannes Tauler beschäftigt hat, dessen Predigten gelesen hat, wie er dann die Theologia Deutsch, eine weitere mystische Schrift, gelesen hat, sondern gehe unmittelbar auf seine Freiheitsschrift aus dem Jahre 1520. Da ist Martin Luther schon offenkundig Reformator. Diese Schrift von der christlichen Freiheit gilt als eine der reformatorischen Hauptschriften. Und da drin finden Sie die sehr starke Aussage: Nicht allein gibt der Glaube so viel, dass die Seele dem göttlichen Wort gleich wird, aller Gnaden voll, frei und selig, sondern vereinigt auch die Seele mit Christus. Vereinigt die Seele mit Christus, das ist der immer wieder in der Mystik begegnende Gedanke einer Unio, einer mystischen Einheit, einer mystischen Einigung. Vereinigt die Seele mit Christus als eine Braut mit ihrem Bräutigam, wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Das ist die große mittelalterliche mystische Tradition der Brautmystik. Der vorhin im Interview kurz angesprochene Bernhard von Clairvaux hat diesen Gedanken entwickelt. Die Seele ist die Braut des Bräutigams Jesus Christus. Darauf werden wir auch bei Böhme noch kommen. Aus welcher Ehe folgt, also aus dieser Ehe folgt, wie St. Paulus in Epheser 5,30 sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden, also das Ehebild, sie werden sein ein Fleisch. So werden auch beider Güter, Fall, Unfall und alle Dinge gemeint. Das ist das, was wir bis heute als sehr nüchterne juristische Definition der Ehe haben, als eine Zugewinnsgemeinschaft. Also zwischen Seele und Christus beginnt eine Zugewinnsgemeinschaft. Sie haben alle ihre Dinge gemeinsam. Das, was Christus hat, das ist eigen der gläubigen Seele. Was die Seele hat, wird eigen Christi. So hat Christus alle Güter. Also er paraphrasiert das immer und immer neu, bis er dann schließlich formuliert, so müssen die Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden. Die Sünden des Menschen werden im Bräutigam Jesus Christus verschlungen. Das zielt auf das, was für Martin Luther im Mittelpunkt des protestantischen Glaubens steht, die Rechtfertigung. Jesus Christus nimmt unsere Sünden auf uns und obwohl wir eigentlich Sünder sind, werden wir vor Gott gerecht. Wir bekommen die Gerechtigkeit Jesu Christi und das wurzelt in dieser mystischen Vorstellung von Braut und Bräutigam. Schon, dass das in dieser zentralen Freiheitsschrift steht, macht eigentlich darauf aufmerksam, dass tatsächlich im Luthertum Mystik tief verwurzelt war. Und auch die dann gerne vorgebrachte Überlegung, naja, das sind so Eierschalen, die Luther noch mit sich genommen hat, die er dann abstreifen musste, hält dem nicht ganz stand, was wir bei Luther im Laufe seiner Jahre nachvollziehen können. Er ist tatsächlich mystisch weiter auch sehr produktiv gewesen in seinen Bildern. Unter anderem mit einem Bild, das einem Menschen wie mir, der sehr gerne Süßes isst, sehr nahe kommt. Denn ein Christenmensch hat gleiche Gewalt mit Christus, isst ein Kuchen und sitzt mit ihm in dem gesamten Leben. Er ist ein Kuchen mit ihm. Wie gesagt, das ist eine Metapher, die mich unmittelbar anspricht, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, es ist damit nicht das gemeint, was wir in einer Konditorei als Kuchen bekommen, sondern der Begriff Kuchen steht im Frühneuhochdeutschen für Teig. Brotteig für Teig, für Brotteig oder Kuchenteig. Das macht dieses Bild in seiner mystischen Aussagekraft allerdings sogar noch stärker. Wenn Sie sich vorstellen, was passiert bei einem Teig, es wird Unterschiedliches zusammengemengt
und sie können es dann nicht mehr auseinanderbringen. Das ist ein extrem starkes Bild, das Luther nicht nur hier 1522, dann, sondern noch 5 Jahre später und dann auch immer wieder entfaltet hat. Also erkennt man, wie Christus unser sei und wie er mit uns ein Kuchel sein wurde durch den Glauben. Und dann kommt in demselben Text das wieder, was wir vorhin bei der Braut hatten, und werden zwei ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß. Ich sage aber von Christus und der Gemeinde, das heißt, die gesamte Gemeinde wird auch mit Christus ein Kuchen. Ich individuell werde mit Christus ein Kuchen, die gesamte Gemeinde. Darum, wenn wir ein Leib alle werden und ein Fleisch, so werden wir mit Christo auch gereinigt durch eine geistliche Ehe. Das ist, wir werden alle seine Bräute und er wird uns an dem jüngsten Tag setzen, zu richten mit ihm die ganze Welt. Das ist die Verheißung Jesu an seine Jünger, an die Apostel, dass sie zu Richtern eingesetzt werden. Das gilt jedem einzelnen Christen, jeder einzelnen Christin, aufgrund dieser mystischen Vereinigung mit Jesus Christus. Weihnachtspredigt 1527, da kann man nicht mehr sagen, das sind noch irgendwelche Eierschalen. Das ist etwas, was in Luthers Theologie tief verankert ist. Man kann das noch weiter entfalten. Es ist vor allen Dingen am Ort des Abendmahls entfaltet. Im Abendmahl geschieht genau dieses, dass wir mit Christus eins werden. Diese enge Verbindung von lutherischem Glauben und Mystik ist, wie angesprochen, im 19. Jahrhundert im Grunde in Vergessenheit geraten worden. Bis in das frühe 19. Jahrhundert war dies noch in vielen Kreisen des Luthertums sehr bewusst, auch unter den Orthodoxen, die sich ja dann, ich hatte es eben schon angedeutet, auch gegen Böhme gewandt haben, unter den Orthodoxen, unter den Pietisten, auch unter dem Herrenhuter höherer Ordnung, Friedrich Schleiermacher, der sehr stark sich mystisch geäußert hat, nicht mit einem lutherischen, sondern mit einem reformierten Hintergrund. Mystik gehört zutiefst zu lutherischer Frömmigkeit dazu. Und genau das erleben wir auch bei Böhme, den ich vor allen Dingen anhand von 2 Schriften in diesen Horizont der Mystik einordnen will, von wahrer Gelassenheit und von wahrer Buße. Mit der wahren Buße sind wir in dem Bereich, in dem Böhme dann erstaunlich stark sich auf traditionelle kirchliche Begrifflichkeit einlässt. Buße ist nicht der erste Begriff, den wir heute mit einem so kreativen Denker wie Böhme verbinden würden. Buße klingt für uns sehr autoritär, sehr abgelebt, abgetragen, ist für Böhme, aber wie allein, wie gesagt, schon der Titel der gleich noch aufscheinenden Schrift von wahrer Buße zeigt, ein zentraler Begriff, denn für ihn ist auch Sünde, um die es ja in der Buße geht, um deren Ableistung es in der Sünde geht, ein zentraler Begriff. Da ist er zutiefst verwurzelt in traditioneller Begrifflichkeit und zugleich in einer mystischen Deutung dieser zentralen Begrifflichkeit. Wenn Sie jetzt ein paar merkwürdige Zeichen sehen, das liegt an dem Wechsel zwischen 2 Computern, aber ich denke, Sie werden erraten, wo das Fragezeichen steht, ist ein Ü, eigentlich ein U mit übergeschriebenem E, zu lesen. Alles, was der eigene Wille tut, das ist Sünde. Das ist eine sehr, sehr starke Definition dessen, was Sünde ist. Der Akzent liegt auf dem Eigen, alles, was der eigene Wille tut. In der mystischen Tradition, die Böhme nur zum Teil kennen konnte, bei Meister Eckhart, wird dieser Gedanke im 14. Jahrhundert sehr intensiv entfaltet, wenn er sagt, selbst noch der Wille, der Gottes Wille tun will, ist ein Eigenwille und steht deswegen Gott entgegen. Das deutet Böhme gelegentlich an, dass es bei ihm auch in diese ganz weitreichende Richtung geht. Solange ich noch überhaupt selbst etwas will, eigentätig, und sei es noch so sehr, sich auf Gott einzulassen, ich muss völlig offen, völlig willenslos sein, da merken Sie auch sofort, in welches Dilemma Sie kommen, wenn Sie sich auf einen solchen mystischen Weg einlassen. Das ist so ähnlich wie das berühmte Gebet, das Augustin zugeschrieben wird: Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. So etwa ist das auch mit der Mystik: Herr, lass mich meinen Willen loswerden. Solange ich so noch mich äußere, solange ich so noch denke, bin ich in der Situation, in der ich eigentlich nicht für Gott offen sein kann.
Mir hat mal ein Kollege für mich sehr einleuchtenden Bild beschrieben. Es ist wie die Situation, in der wir uns ins Bett legen und wir wollen schlafen. Solange wir uns zwingen, ich will jetzt unbedingt schlafen, wird es schwierig. Wenn wir den Schlaf kommen lassen, dann kommt er. Wobei ich niemandem untersagen will, Schäfchen zu zählen oder so, aber der Weg ist derjenige, dass ich letztlich erreicht werde, ergriffen werde. Darum geht es, nichts Eigenes mehr zu haben. Damit steht Böhme in das 14. Jahrhundert und noch tiefer zurückreichenden Tradition und erklärt dann, was dennoch noch eigenes Handeln des Menschen ist, wenn der Mensch will zur Buße schreiten und sich mit seinem Gebet zu Gott wenden, so soll er vor allem Gebete sein Gemüt betrachten, wie dasselbe so ganz und gar von Gott abgewandt steht. Buße heißt auf sich schauen. Gemüt ist hier in der frühneuzeitlichen deutschen Sprache mehr als wir so in Gemütsruhe haben oder jemand hat ein angenehmes Gemüt. Gemüt ist tatsächlich die innere Ausrichtung. Im Lateinischen hätte er wahrscheinlich mens geschrieben, der innere Sinn. Davon sagt er, grundsätzlich schauen wir nicht auf Gott. Und wieder kann man da ganz tief in die theologische Tradition hineingreifen, nur um das zum Klingen zu bringen, was hier bei ihm eine Rolle spielt. Da sind wir bei dem eben schon angesprochenen Kirchenvater Augustin, der Erbsünde definiert als die Incurvatio in se, das in sich hineingekehrt sein. Ich schaue nur auf mich, das ist eigentlich Sünde. Ich betrachte alles durch mich hindurch und deswegen bin ich von Gott abgewandt, weil ich ja auf mich gucke und Gott ist außerhalb meiner selbst zunächst. Das Ziel ist, dass in diesem mystischen Weg, dass er in mir ist, aber zunächst einmal ist er eben außerhalb meiner selbst, ist anders als ich und deswegen muss ich auf mich schauen und meine eigene Fehlerhaftigkeit entdecken. Dann komme ich darauf, dass dort, wo Gott tatsächlich in mir sein sollte, etwas Falsches ist. Nämlich in mir sollte Gott sein, seit der Schöpfung, in Gestalt seines Ebenbildes. Die Imago Dei, das Ebenbild Gottes, zu dem der Mensch geschaffen ist. Und ich soll mich aber betrachten, wie der Gottlose seine edle Bildnis, wie ihn Gott zu seinem Bilde geschaffen hat, verliert. Ich habe das verloren. Das ist wiederum hochdogmatisch gesprochen die Erb- oder Ursündenlehre. Adam und Eva haben diese Ebenbildlichkeit verloren. Böhme aber geht nicht, wie es die Tradition lange getan hat, so vor, dass er eine Linie der Abstammung von Adam bis zu uns zeichnen würde, sondern für jeden einzelnen Menschen gilt, sie hat dieses Bild verloren. Und dann soll er oder sie denken, wie ihn Gott habe, ihn ein solch schönes und herrliches Bild geschaffen, in sein Gleichnis, in dem er selbst wohnen will. Solange ich also dieses Bild verloren habe, wohnt Gott nicht in mir, aber er sucht die Wohnung in mir. Und wieder klingt da eine ganze Zahl in diesem Falle von biblischen Bildern an. Apostel Paulus schreibt an die Korinther, ihr seid des Herrn Tempel. Und das heißt nichts anderes als Gott wohnt in euch. Oder vorsichtiger bei Böhme formuliert, im Blick auf die Sündenlehre, Gott will in euch wohnen. Dazu seid ihr da, dass Gott in euch seine Heimatstadt nimmt. Aber, das ist die Einsicht der Buße, in diesem Stand sind wir nicht. Es ist die tief ausgeprägte Sündenlehre, die er entfaltet, die uns hineinführt in einen Blick auf den, der uns herausführen kann aus dieser Situation. Deshalb wollen wir mit seinem Gemüte aus der Schönheit und Wollust dieser Welt in das Leiden und Tod Christi in und unter sein Kreuz geduldig eingehen. Und da konnte ich es jetzt nicht vermeiden, in Görlitz dann doch ein Bild vom Heiligen Grab hier mit abzubilden. Ich hätte stattdessen irgendeinen Schmerzensmann des späten Mittelalters nehmen können, irgendeine Kreuzigungsdarstellung. Auch da steht Böhme eben in einer solchen weit ins späte Mittelalter zurückreichenden Tradition. Immer wieder, auch den vorhin angesprochenen Bernhard von Clairvaux kann man nehmen, immer wieder wird das Leiden Christi
als das angesprochen, in dem Gott uns zutiefst nahe gekommen ist, und zwar gerade in unserer Ebenbildlichkeit. Denn, das wissen alle, die Kinder haben, unsere Kinder sind in gewisser Weise immer auch als unsere Ebenbilder wahrnehmbar, manchmal mit erschreckender Ähnlichkeit. Und das zieht sich natürlich durch die Vorstellung von Gott Vater und Gott Sohn hindurch. Der Sohn ist das wahre Ebenbild des Vaters, und indem der Sohn das wahre Ebenbild des Vaters ist, muss er ja auch das Ebenbild von uns sein, denn wir sind Ebenbild Gottes. Darin ist der Sohn uns in dieser Bildlichkeit nahe und kommt zugleich gewissermaßen historisch uns nahe, indem er in das Leiden geht, indem er dasjenige auf sich nimmt, was ein Gott nun überhaupt nicht braucht und was einem Gott eigentlich wesensfremd ist. Gott leidet nicht. Eigentlich. Wenn ich philosophisch Gott verstehe, dann ist Apatheia, ist das Nicht-Leiden, etwas, was Göttlichkeit auszeichnet. Aber dieser Gott geht ins Leiden. Und genau deswegen kann er derjenige sein, für Böhme mit der mystischen Tradition, der mich hinausführt aus meiner eigenen Gottesferne. Böhme kommt vor dem Hintergrund dann zu Aussagen, die angesichts der beeindruckenden Leistungen, die er für Philosophie erbracht hat, erstmal auch irritierend sein können, aber zeigen, er hat einen eigenen Zugang auch zur Philosophie vor seinem theologischen, frömmigkeitlichen Hintergrund. Der Mensch soll sein Leben nicht allein durch das äußere Vernunftlicht regieren, dasselbe ist wohl gut, aber er soll sich mit demselben in die tiefste Demut vor Gott einsenken und den Geist und Willen Gottes in alle seinem Forschen vorne anstellen, dass das Vernunftlicht durch Gottes Licht sehe. Wiederum kann man auf eine lange Tradition der Luminarlehre verweisen, der Lichterlehre, in der immer wieder von einem Lumen Rationis, einem Vernunftlicht die Rede ist, auch einem Lumen Naturae, einem Licht der Natur und eben einem Lumen Dei oder Lumen Divinitatis, einem Licht Gottes. Eine klare Zuordnung, die Böhme hier vornimmt zwischen diesen Lichtern. Ja, das Vernunftlicht akzeptiert er, aber es muss geleitet werden durch das Gotteslicht. Mit solchen Aussagen kommt er gefährlich nahe an Haltungen, mit denen er, glaube ich, nichts zu tun hat, die aber in großer Schroffheit immer wieder gesagt haben, unter Berufung auf ein Zitat aus dem 2. Korintherbrief, also auf Apostel Paulus, die Vernunft soll in den Gehorsam des Glaubens genommen werden. Und an dieser Ähnlichkeit, die Vernunft wird in den Dienst des Gotteslichtes genommen, kann man zugleich den Unterschied von Böhme sehen. Ihm geht es eben nicht um ein autoritatives in den Gehorsam nehmen, sondern ihm geht es um die angemessene Zuordnung. Gottes Licht erleuchtet und steht über dem Vernunftlicht, macht das Vernunftlicht eigentlich erst zu einem erhellenden Licht. Weitergesprochen auf die philosophische Tradition oder nochmal präziser zugeordnet, hat man damit die neuplatonische und über Augustin vermittelte Vorstellung der Illuminatio, der Erleuchtung, der Vernunft des Menschen durch Gott. Das ist der Gedanke bei Böhme, dass eigentlich erst der Bezug auf Gott die Vernunft zu ihrer eigenen Kraft entwickelt. Und dann kommt man durch diesen Weg der Buße, der die Vernunft dann richtig einordnet und uns auf unser Bild bezieht, in den Stand, in die Möglichkeit der Gelassenheit. Mit dem Begriff der Gelassenheit, in der hier mehrfach zitierten, an dieser Stelle jetzt gerade nicht, Schrift von Böhme, von wahrer Gelassenheit. Mit diesem Begriff der Gelassenheit kommen wir zu einem Begriff, der seinerseits wieder eine ganz große mystische Tradition hat, in die deutsche Sprache eingeführt durch Meister Eckhart, den 1329 gestorbenen Dominikaner-Theologen, von dem, ich hatte es vorhin in der Nebenbemerkung kurz angedeutet, Böhme nicht viel kennen konnte. Durch die Verurteilung, die über Meister Eckhart ausgesprochen wurde, sind seine Predigten in der Regel nicht unter seinem Namen verbreitet worden. Sie sind auch nicht beim Übergang von den Handschriften zum Druck als Eckhart-Predigten gedruckt worden. Was gedruckt wurde, waren die Predigten seines Schülers, grob gesagt seines Schülers,
Johannes Tauler. Und unter diesem Namen Johannes Taulers sind dann tatsächlich auch einzelne Predigten von Meister Eckhart gedruckt worden. Also er konnte weiter tradiert werden unter fremden Namen. Vor allen Dingen aber konnten mit Tauler seine Gedanken weiter tradiert werden. Und dazu gehörte dieser Gedanke der Gelassenheit, bei dem man ähnlich wie eben schon im Falle des Gemütes vor dem warnen muss, was im Fremdsprachenunterricht immer als falsche Freunde gilt. Also etwas, was so ähnlich klingt, aber eben doch etwas anderes bedeutet, eine leicht andere Akzentuierung hat. Gelassenheit ist für uns heute so, ja, man ist so ein, man schiebt halt eine ruhige Kugel, man geht das ja alles mal ganz ruhig an, so relativ nah an, probier es doch mal mit Gemütlichkeit, ist die Gelassenheit dann auch in unserem heutigen Verständnis ein relativ banaler Begriff. Für Meister Eckhart und Tauler und infolgedessen dann auch für Jakob Böhme ist Gelassenheit tatsächlich von der Wortbildung Gelassenheit oder bei Meister Eckhart Gelassenheit her zu verstehen, etwas zu lassen. Von etwas zu lassen, nämlich von dem, was mich bindet. Und genau das, was mich bindet, definiert Böhme in seiner Schrift von wahrer Buße, wenn er von drei grausamen Ketten spricht. Das ist das, was mich bindet und zwingt und es mir deswegen unmöglich macht, wenn ich wieder an diese Definition von Buße anknüpfe, von meinem eigenen Willen zu lassen. Das, was mich nämlich bindet, ist Gottes strenger Zorn. Da sind wir genau in der Sündenlehre. Ich stehe wegen meiner Erbsündigkeit, wegen meiner Selbstbezogenheit in Gottes Zorn. Wenn ich Gelassenheit erreichen will, muss ich aus diesem Zorn Gottes herauskommen. Das kann ich nur, wenn ich vom eigenen Willen lasse. Und sozusagen auf der anderen Seite des göttlichen Zorns steht kämpferisch der Teufel, des Teufels Begierde gegen die Seele. Der Teufel will mich haben. Und genau deswegen ist Gott zornig auf mich. Und natürlich in erster Linie auf den Teufel. Ich werde zu einem Kampfplatz zwischen beiden. Auch ein Gedanke, der von Luther sehr stark entfaltet worden ist in seiner Schrift De Servo Arbitrio, schreibt er davon, dass der Mensch letztlich ein Reittier sei, das entweder von Gott oder vom Teufel geritten ist. Erschreckend dualistisches Bild eigentlich, was da entworfen wird, was in das lutherische Denken eingegangen ist und hier bei Böhme sich auch widerspiegelt. Gott zieht an der einen Seite durch seinen Zorn, an der anderen Seite zieht der Teufel, dazwischen bin ich und der Ort dieses Kampfes ist mein sterbliches Fleisch und Blut, das verderbte und ganz eitle irdische sterbliche Fleisch und Blut. Das ist eigentlich dasjenige, was mich an mich selbst kettet. Bibelkenner sagen dann an der Stelle völlig klar, das ist Römer 7, das ist Paulus, der von der Sünde in mir spricht, die an meinem Fleisch hängt, die in meinem Fleisch hängt. Das Gute will ich, aber ich kann es nicht, nach Paulus, weil letztlich das Fleisch mich in die Sünde zieht. Aussagen, die auch zutiefst verantwortlich sind für die massive und unglückliche Leibfeindlichkeit, die wir im Christentum über Jahrhunderte, Jahrtausende hatten und in weiten Kreisen des Christentums auch heute noch haben. Die Definition von Leiblichkeit und Fleischlichkeit als den Ort der Sünde, da steht Böhme in dieser Tradition drin, mit letztlich einem Gedanken im Hintergrund, der immer wieder das Muster für das Verständnis des Hängens an mir selbst und damit der Sündigkeit darstellt, das ist die Vorstellung von der Sexualität des Menschen. Die Sexualität des Menschen als der Ort, an dem der Mensch sich selbst und seinem Vergnügen leben will und was mich deswegen an mich selbst bindet. Gott, Teufel, Fleisch. Das bindet mich. Demgegenüber muss ich, indem ich mich von mir selbst löse, Gelassenheit erreichen, weil aber die Selbstheit, wie die Vernunft, in einem schweren Gefängnis, wie in Gottes Zorn, und auch in der irdischen Verfassung, in der Irdigkeit gefangen ist und fest angebunden ist, so ist es dem Menschen sehr gefährlich, dass er das Licht der Erkenntnis in der Selbstheit führt, als ein Eigentum der Selbstheit. Das ist nochmal sozusagen von der anderen Seite das, was wir eben im Blick auf die Vernunft hatten. Die Vernunft, die meinem Selbst nur dient, das ist dasjenige, was mich in ein Gefängnis hineinführt.
Und darum ist den Kindern Gottes Not zu wissen, was sie mit sich selber tun sollen, wenn sie den Weg Gottes lernen wollen, als dass sie die Gedanken zerbrechen und wegwerfen müssen und nichts begehren noch lernen wollen. Sie empfinden sich denn in wahrer Gelassenheit, dass Gottes Geist, des Menschengeist lehre, leite und führe, dass der menschliche eigene Wille zu eigener Lust ganz gebrochen und in Gott ergeben sei. Da haben wir den Kontext für den eigenen Willen als Sünde. Genau von all dem muss man lassen, die Gedanken zerbrechen und wegwerfen. Eigentlich ein unglaublicher Satz für einen so gedankenreichen Menschen wie Böhme. Irgendwie arbeitet er sich da auch an sich selbst ab, in dem Bewusstsein, meine Gedanken sind immer unzureichend, um die volle Wirklichkeit, nämlich die volle Wirklichkeit Gottes zu erfassen. Kein Gedanke kann Gott erfassen. Jeder Gedanke ist verkürzend. Denn jeder Gedanke, den wir haben, ist ein endlicher Gedanke und damit nicht in der Lage, Gott zu erfassen. Deswegen muss ich von diesen Gedanken mit aller Brutalität fortgehen. An Gedanken zerbrechen, alle Gedanken zerbrechen. Das bewirkt es, dass ich aus dieser dreifachen Gefangenschaft, die durch Gottes Zorn, durch das Ziehen des Teufels und durch meine Irdischkeit kommt, fortgehe, dass ich nicht mehr mein eigenes will, sondern in die Gelassenheit hineinkomme, denn Gott hat uns nicht zur Eigenherrschaft geschaffen, sondern zum Werkzeug seiner Wunder, wodurch er seine Wunder offenbaren will. Der gelassene Wille vertraut Gott und hofft alles Gute von ihm. Da merken Sie noch einmal, was Gelassenheit heißt. Es heißt tatsächlich, sich fallen zu lassen. In einem berühmten Zitat der Moderne, das in einer sehr spezifischen Situation Margot Kessmann populär gemacht hat, heißt es, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist eigentlich das, was hier ausgedrückt wird. Ich falle und bin aufgefangen. Das heißt, von allen Gedanken zu lassen, das heißt, von aller Irdischkeit zu lassen. Und das heißt natürlich auch, eigentlich kenne ich das Wohin nicht. Das ist, solange ich noch ein Wohin habe, suche ich noch nach etwas, was ich mir selbst mit meinen Gedanken vorstelle. Und dann kommt die erotische Mystik auch wieder auf bei Jakob Böhme, die ich eben schon bei Luther und auch im Verweis auf Bernhard von Clairvaux hatte. Die Liebe eines Kusses der edlen Sophia in dem heiligen Namen Jesu erlangst du wohl, denn sie steht ohne dies vor der Seelentür. Ein bisschen bemerkenswert für die Schwierigkeit in der Verschiebung der Welten, selbst noch in den knapp 100 Jahren zwischen Luther und Böhme, ist, dass Böhme sich offenbar scheut, die direkte Liebe der Seele zu Jesus selbst auszusprechen. Das hat immer gut funktioniert mit der Seele als Anima, als weiblichem Bild. Nun wird mit einem Mal Jesus mit einem weiblichen Bild versehen. Dafür gibt es bestimmte Traditionen, die in der biblischen Weisheitsliteratur erwähnte Weisheit, die Sophia, ist traditionell immer wieder mit Jesus Christus gleichgesetzt worden. So weit geht Böhme nicht, sie gleichzusetzen. Die Sophia handelt im Namen Jesu und gibt ihm dadurch die Möglichkeit, seiner männlichen Selbstvorstellung ein weibliches Gegenüber zu schaffen. Es ist übrigens auch wieder bemerkenswert, dass er selbst noch in dieser Beschreibung der mystischen Einigung im Grunde nicht so gelassen von sich und seinen eigenen äußeren Bedingungen ist, dass er von seiner Geschlechtlichkeit abstrahieren könnte. Im Grunde an der Grenze zum Selbstwiderspruch. Gerade die Geschlechtlichkeit ist ja nun das, womit man in der fleischlichen Bindung ist, das, wovon man sich lösen müsste. Aber seine Metaphern sind offenbar so streng noch von dieser Fleischlichkeit und Geschlechtlichkeit bestimmt, dass er diese Konstruktion der Sophia braucht, die allerdings dann in der Folgezeit eben auch sehr, sehr produktiv geworden ist. Die Sophia-Vorstellungen sind vor allen Dingen im Pietismus des 17. und 18. Jahrhunderts dann sehr, sehr breit weiter entfaltet worden. Dass dahinter auch konfessionelle Momente stehen könnten, merkt man an der Formulierung Alchitrit, die Jungfrau, welche sich aus dem teuren Namen Jesu offenbart zur Seele. Die Jungfrau, wenn man, ich war jetzt online in dieser Woche am Mittwoch bei einem Vortrag in Deggendorf, tiefstes Bayern, wenn man da sagt, die Jungfrau, ja, ist völlig klar, wer gemeint ist, ne? Das ist Maria. Und gegenüber dieser katholischen Betonung, die Jungfrau,
ja, Jungfrauenkirche, ne, das, gegenüber dieser katholischen Singularität der einen Jungfrau wird hier also die Jungfrau Sophia benannt und evangelischerseits gewissermaßen auf andere Weise vereinnahmt und christologisch zugespitzt. Die Jungfrau ist auf Jesus bezogen, sie tritt zur Seele, küsst sie mit ihrer süßen Liebe in der Essenz, ganz innerlich, also im Essentia, im Wesen, innerlich und drückt ihr ihre Liebe zum Siegeszeichen in ihre Begierde ein. Begierde ist die deutsche Übersetzung des lateinischen Wortes Concupiscentia und Concupiscentia ist bei Augustin das Zentrum der Erbsünde. Der Kuss der Sophia, die von Jesus herkommt, überwindet diese sündige Begierde, diese sündige Concupiscentia und dann, davon ich nicht schreiben kann, es ist keine Feder in dieser Welt dazu, denn es ist die Hochzeit des Lammes, also das Lamm nach der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament. Diese Hochzeit, die führt zu dem Punkt, an dem die Worte enden. Klassische mystische Ausdrucksweise dafür, ich spreche nur noch darüber, dass ich nicht sprechen kann. Ich komme an die Grenze des Sprechens. Da ist der Gipfel der Mystik tatsächlich erreicht, in dieser erotischen Szene, in der, das ist wiederum gegenüber sonstigen Metaphern von Sexualität in der Zeit interessant, die weibliche Sophia die aktive Seite der Liebesbeziehung darstellt und das offenbar männlich gedachte Selbst die passive Seite. Die Sexualitätsbilder des 16. und 17. Jahrhunderts verteilen Aktivität und Passivität komplett andersrum. Fürs 16. und 17. Jahrhundert ist der Mann der aktive Teil in Sexualität und die Frau nur passiv gedacht. Hier kehrt sich das um. Der Mann muss in diese Passivität hineinkommen, um von der Vertreterin Jesu Christi in eine Situation geführt zu werden, in der dann tatsächlich Gelassenheit von allem erreicht ist. Wenn er nicht mehr schreiben kann, heißt es, er hat den angestrebten Zustand, Gedanken zu zerbrechen, erreicht. Die Gedanken sind nicht mehr da, denn das Schreiben ist ja nicht mehr möglich. Und das führt ihn in das Stadium des Gebetes. Damit bin ich bei meinem fünften Punkt. O du Odem der großen Liebe Gottes, erquicke doch meinen schwachen Odem in mir, dass er anfange, nach dir zu hungern und zu dürsten. Das ist auch Psalmensprache, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Herr, nach dir. Also dürstet nach Jesus Christus. O Jesus, du süße Kraft, auch das eine typisch mystische Begrifflichkeit. Süß ist im Horizont der mystischen Sprache des Mittelalters in seiner nicht auf Essen bezogenen, sondern metaphorischen Weise entfaltet worden. Das greift Böhme auf. O Jesu, du süße Kraft, gib doch meiner Seele aus deinen Gnadenbrünnlein eines süßen Wassers des ewigen Lebens zu trinken, dass sie vom Tode aufwache und nach dir dürste. Vom Tode aufwache, solange die Seele, wie wir es vorhin hatten, von Gott abgewandt ist, ist sie eigentlich im Tod. Und was hier erwartet wird, ist nicht schon unmittelbar die Einigung, sondern allein nur die Ausrichtung auf Jesus Christus, die dann irgendwann auf diese Einigung hinführen kann. Das ist das, was das Gebet formulieren kann. Wie Böhme es dann auch definiert, recht beten ist nicht nur eine Gewohnheit, dass man dürfe die Worte des Gebets sprechen. Nein, solch Wort sprechen ohne herzliche Andacht und göttliche Begierde ist nur ein äußerlich Ding, eine äußerliche Formierung der Worte. Auch das muss man sich in gewisser Weise auf der Zunge zergehen lassen, wenn man Böhme in die Geschichte der Reformation einordnet. Was Luther dem mittelalterlichen Beten vorwarf, war, es sei nur ein äußerliches Plappern. Und es gehe um das innerliche Gebet. Offenbar ist man 100 Jahre in derselben Situation, dass jemand im evangelischen Kontext sagen muss, nein, Gebet ist nicht nur etwas Äußerliches, sondern es geht um herzliche Andacht und damit ist natürlich nicht gemeint, wieder falscher Freund, wie bei uns die herzlichen Grüße, sondern um eine Andacht im Herzen tatsächlich. Darum, dass ich in meinem Innersten dann die nun positiv besetzte Begier, die positiv besetzte Konkupiszenzia erreiche, nämlich auf Gott bezogen bin. Und das alles im Gegensatz zu den Worten. Die Worte sind rein das Äußerliche. Es geht um das, was möglicherweise nicht schreibbar, nicht formulierbar in mir ist. Und so kann er formulieren als Gebet, O Gott in Christo Jesu, ich bin mir blind und kenne mich nicht vor Eitelkeit.
du bist mir in meiner Blindheit verborgen, der du doch nahe bei mir bist. Eine Blindheit, die sich auf meine Sündigkeit bezieht. Ich bin blind mir gegenüber. Wenn ich aus Eitelkeit blind bin, heißt das, ich nehme mich zu positiv wahr. Und Christus nehme ich gleich gar nicht wahr, weil, wieder an den Anfang dieses Vortrags anknüpfend, das Ebenbild Gottes in mir ja verborgen ist, dass Jesus Christus ist oder wäre. Er ist nahe bei mir. Diese Nähe Gottes, die Mystik ausmacht, die ist hier dasjenige, was eigentlich gegeben ist und was gewissermaßen freigekratzt werden muss. Und er schwingt sich dann dazu auf, o höchste Liebe, bist du doch in mir erschienen, bleibe doch in mir und fasse mich in dich, halte mich doch in dir, dass ich nicht von dir weichen kann, erfülle doch meinen Hunger mit deiner Liebe, speise doch meine Seele mit deinem himmlischen Wesen und tränke sie mit dem Blut meines Erlösers Jesu Christi. Da kommt alles zusammen, was wir hatten, das Blut des Erlösers Jesu Christi, wie es hier in Görlitz an der Golgotha-Kapelle erinnert wird, bis hin zu der Blutrinne, die an dieses Blut anknüpft, an diese Vorstellung von der Brutalität des Kreuzestodes. Das ist die Erlösung, die hineinführt in eine begrifflich nicht mehr fassbare Konstellation. Du bist in mir erschienen, bleibe in mir und fasse mich in dich. Er in mir, ich in ihm, knüpft auch wiederum an biblische, paulinische Sprache an. Christus in mir und wir sind als Gemeinde in Christus. Heißt aber genau, das mystisch erreichbare Gottesverhältnis ist nicht mehr mit der Logik von räumlichen Beziehungen beschreibbar. Wenn ich an meinen Physikunterricht in der Schule denke, dann war es schon klar, entweder ist A in B oder B in A. Aber es kann nicht A in B und gleichzeitig B in A sein. Das funktioniert nur, allenfalls, wenn beides so identisch ist, dass es nicht mehr unterscheidbar ist. Und dann ist eigentlich die Formulierung, es ist in ihm, wiederum schwierig. Und genau das wird hier ausgedrückt. Es geht nicht nur um die räumliche Beziehung, es geht nicht darum, dass etwas in etwas anderes hineingeschachtet werden kann, sondern es geht darum, dass die Identität zwischen Christus und mir erreicht ist. Dann bin ich in dem Zustand, in dem ich nicht mehr denke, sondern empfinde, in dem ich liebe und geküsst werde. Dann bin ich jenseits meiner selbst, denn mein Selbst ist, so Böhme mit der christlichen Tradition, von Sünde und von Selbstbezüglichkeit geprägt. Wenn ich die Selbstbezüglichkeit lasse, wenn ich mich lasse, dann komme ich in die größte Wirklichkeit, die überhaupt vorstellbar ist, hinein und all mein begrenztes Denken hört auf. Auf diese Weise, mit diesen Gedanken, ist Böhme ein Teil tatsächlich der christlichen Mystik. Ich glaube, ein zutiefst in der Tradition verwurzelter Teil und doch ein außerordentlich anregender Teil dieser Tradition, der neu denkt, neu zusammensortiert und auch eine beeindruckende Sprache dafür entwickelt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für den wunderbaren Vortrag, wo so viel drin steckt, dass man ein Jahr bräuchte, um das alles zu verarbeiten, also zu durchdenken, selber zu durchdenken. Die Frage nach dem Willen Gottes finde ich eine total spannende. Es gibt bei Böhme einen Dialog zwischen Meister und Schüler, wo es um den Willen Gottes geht. Und der Schüler fragt, ja Meister, wie kann ich denn den Willen Gottes vernehmen? Ja? Und dann sagt der Meister, mach dich im Inneren frei, denke nichts. Und der Wille Gottes wird sich in dir offenbaren. Das war mir zunächst etwas schleierhaft. Und es hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich gedacht, wenn man sich die Schöpfung anschaut, dann sieht man ja den Willen Gottes. Aber man muss sich dafür öffnen. In der ganzen Schöpfung ist der Wille Gottes offenbar. Und ich habe dann noch weiter gedacht, so wie die Welt, so wie die Lage der Welt heute ist. Also ich will jetzt sozusagen versuchen, die Aktualität dessen, was Böhme da geschrieben hat,
aufzuzeigen. Die Lage der Welt, so wie sie ist, ist im Grunde genommen das Ergebnis des exklusiven Tuns des eigenen Willen des Menschen. Entgegen dem Willen Gottes. So würde ich jetzt Böhme mal übersetzen. Und was da alles auf uns zukommt, das ist anthropogen. Ja? Wir hatten hier einen wunderschönen Vortrag über den anthropogenen Klimawandel. Das heißt also, wie bringen wir unseren Willen oder unsere Willenskraft in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes? Das ist für mich jetzt in dieser Zeit eine hochaktuelle Frage. Wir müssten natürlich das eine und das andere bei Böhme übersetzen. Das ist klar. Ne? Weil wenn man Leuten sagt, der Wille Gottes, ja, dann sagen die, naja, hau ab mit deiner Theologie oder so. Aber ich muss sagen, das war für mich wie eine Stelle bei Böhme, wie es natürlich viele Stellen gibt, wie eine Offenbarung. Also das war wie ein Schlüssel, womit ich die Dinge nicht unbedingt anders, sondern besser sehen kann. Also das wollte ich dazu sagen. Und dann die Gelassenheit natürlich, ne? Also das Seinlassen. Wir sind total im Aktivismus, jetzt auch in Bezug auf den Klimawandel. Wir müssen was machen, ja? Modernisieren, digitalisieren und. Und dann sage ich mit den alten Chinesen, wenn wir ein Problem haben, müssen wir darüber nachdenken, was können wir an erster Stelle lassen? Was sollten wir nicht mehr machen? Dann löst sich schon sehr vieles. Okay. Ich glaube, das führt direkt auch in das Dilemma hinein, was diese... Ja? Es führt, glaube ich, direkt in das Dilemma hinein, was man mit dieser mystischen Haltung hat. Einerseits, also das wird man mir angemerkt haben, empfinde ich große Sympathie gegenüber diesem zu lassen, vom Aktivismus zu lassen. Andererseits ist es ja offenkundig, es muss etwas passieren. Und das ist, es ist ja nicht umsonst, dass die jüngere Generation jetzt auch drängt und sagt, ihr habt ständig eigentlich was gelassen, ihr Alten. Ja, und ihr habt aber eben nicht das gelassen, was ihr hättet lassen sollen. Ihr habt Aufmerksamkeit gelassen und sie weisen darauf hin, wir müssen aufmerksam sein. Das heißt, also das ist dann immer die Frage, an welcher Stelle kann ich diese mystische Gelassenheit tatsächlich in die Gegenwart einspielen und an welchen Stellen muss ich sagen, sie reicht nicht oder sie ist auch missbrauchbar dafür, dass man das, was nun tatsächlich dran wäre und nötig wäre, nicht durchführt. Ich denke, sie ist wichtig, um in Distanz zu dieser Gegenwart zu gehen, um Dinge neu zu sortieren, um sich auch neu zu sortieren. Und dennoch sind wir so weit, da versuche ich jetzt Böhme weiterzudenken, so weit sündige Menschen, so weit Menschen, die bei sich selbst bleiben, dass wir manchmal auch direkt bei dieser Egozentrik einsetzen müssen und diese korrigieren müssen. Sonst haben die Fridays for Future Demonstranten eben leider recht, dass unser Globus relativ bald nicht mehr zu retten ist. Erst einmal vielen Dank für den Vortrag, der war großartig. Ich habe noch keinen Vortrag zu Böhme als Mystiker in so geschlossener Form erlebt. Frage, stellen Sie Böhme immer nur als Mystiker vor oder stellen Sie ihn auch manchmal als Freiheitsdenker vor oder als Philosoph, der die Grundlagen der neueren individualistischen Zeit mit den Einzelpersonen statt der Gruppen, dass er dafür Grundlagen gelegt hat? Als Böhme als Freiheitsphilosoph, dafür spricht vielleicht, ich weiß nicht, ob Marx oder Feuerbach ihn als Mystiker gelesen haben.
ich weiß nicht, ob Lenin, der als in Russland kein Geld für Bücher gab und er den Nachdruck der russischsprachigen Aurora genehmigte, ob er an den Mystiker oder an den Freiheitsdenker gedacht hat. Haben Sie da irgendeinen Kommentar? Also zunächst die direkte Frage, als wen ich Ihnen vorstelle, da ist tatsächlich mein Zugang derjenige, den ich jetzt präsentiert habe. Also wenn ich sozusagen von dem ausgehe, was ist mein Bild, was ist das, was ich spezifisch an Böhme sehe, dann ist es dieser Zugang, aber es ist eben ein Zugang in all seiner Begrenztheit. Das heißt, die anderen Aspekte sind mir sehr bewusst, die zumal sich mit Mystik relativ oft auch die Aufmerksamkeit auf das Individuum ja verbindet. Auf eine wiederum sehr dialektische Weise. Einerseits soll das Individuum sich auflösen, andererseits muss ich das Individuum, gerade damit es sich auflösen kann, besonders in den Blick nehmen. Sodass sich das durchzieht, auch seit der Mystik des späten Mittelalters, diese Aufmerksamkeit für das Individuum. Von daher würde ich Böhme vielleicht nicht von mir aus als den Freiheitsdenker vorstellen, aber sehr gerne einen Vortrag hören, in dem er als solcher vorgestellt wird und dem nicht widersprechen. Am Anfang kam mal Böhme und Katholizismus. Halten Sie Böhme weiterhin für einen lutherischen Mystiker? Weil ich bin spanischsprachig und habe mal eben auf Spanisch nach Böhme gefragt. Und da öffnete sich die Seite der spanischen Jesuiten. Und der Obermeister hatte die Aurora, schrieb er im Vorwort, selber übersetzt. Und dann feuchte irgendein Text und ich habe da auf den Übersetzungsknopf gedrückt. Da arbeitete der Computer 10 Minuten lang und dann hatte ich wieder den deutschen Aurora-Text. Also die Jesuiten scheinen zumindest viel Freude an ihm gehabt zu haben oder heute zu haben. Die Übersetzung war von 1996. Ich habe die Website nicht wiedergefunden, als ich sie jetzt gesucht habe. Aber die Arbeit ist gemacht worden und warum sie verschwunden ist, weiß ich nicht. Nicht vielleicht, weil das Buch gedruckt verkauft werden sollte. Also der kirchliche und soziale Ort von Böhme ist die lutherische Kirche. Von daher ist er für mich lutherisch. Aber Mystik tendiert zu einer Überkonfessionalität. Gerade wenn man an die Jesuiten denkt, Ignatius von Loyola als Gründer der Jesuiten hat teilweise dieselben mystischen Texte des späten Mittelalters gelesen wie Luther. Das heißt, die schöpfen aus denselben Wurzeln und in Spanien ist dann über die Jesuiten hinaus durch Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz eine ganz intensive Mystik im Katholizismus der Frühmoderne auch gepflegt worden, sodass es sich nahelegt, dass Böhme dort attraktiv ist. Und wer mystisch schreibt, steuert in der Regel nicht so sehr die konfessionellen Differenzmerkmale an, beziehungsweise da, wo man vielleicht sagen könnte, es ist ein Differenzmerkmal, also dass ein evangelischer, also dass jemand, der evangelisch sozialisiert ist, mit einer starken Institution Kirche weniger zu tun hat als jemand, der in bestimmter Weise katholisch sozialisiert ist. Das trifft sich natürlich gerade mit den meisten katholischen Mystikern. Loyola selbst hat nun die Jesuiten sehr strikt dem Papst unterstellt, eine starke Papstorientierung, aber bei Teresa von Avila dringt es durch, dass sie im Grunde mit der auch von ihr empfundenen Kontrolle durch die kirchliche Institution nicht viel anfangen konnte. Das heißt, da berührt sich auch ein katholischer mystischer Zug mit dem, was ohnehin evangelischerseits da ist, sodass ich mit der Kennzeichnung als evangelisch nicht eine ausschließende Kennzeichnung meine, sondern eine Akzentuierung innerhalb eines breiten Stroms. Die vorhin erwähnte
Geschichte der christlichen Mystik, die habe ich auch bewusst so angelegt, dass ich in der frühen Neuzeit nicht ein Kapitel habe evangelische Mystik, ein Kapitel katholische Mystik, sondern in mehreren Kapiteln beides ineinander verschränkt darstelle, weil die Mystik einen Unterstrom unter mehreren Konfessionen darstellt. Bis hin natürlich auch, also Sie haben eine andere russische Tradition mit Lenin angesprochen, aber natürlich die russische Orthodoxie hat einen zutiefst mystischen Zug, der sie auch verbindet mit dieser Weise westlicher Mystik. Apropos Mystik, ich habe mich über Jahre mit Mystik beschäftigt, Mystika und so weiter, nicht nur im christlichen Bereich. Es gibt ja, Mystik ist ein Phänomen der Spiritualität vieler, vieler Religionen. Sie haben ja gesagt oder darauf hingewiesen, dass auf die Wurzeln der Mystik in der Reformation bei Luther, aber dann später ist die Mystik dann doch eher heruntergestuft worden, sagen wir es mal sehr vorsichtig, also nicht so ganz ernst genommen. Das war in der katholischen Kirche ja auch so. Viele Mystiker haben große Probleme gehabt, wurden verfolgt. Denken wir an das berühmte Beispiel von Johannes vom Kreuz. Und insofern hat Mystik doch, wie soll ich sagen, eine sehr wichtig dissidente Seite immer gehabt und überall. Und man kann sich fragen, warum. Das ist natürlich ein weites Feld, aber da fällt mir ein Aspekt ein. Bei Mystikern verlagert sich das Zentrum der Autorität in die eigene Erfahrung. Das heißt also, egal was der Pfarrer mir sagt, was richtig und falsch ist, was ich glauben soll und so weiter, aber ich habe so eine starke Erfahrung, eine innere Erfahrung, dass die zur Autorität wird. Und das spüren die Institutionsträger natürlich. Das kommt natürlich auch dann in den Schriften zum Ausdruck. Und insofern finde ich Mystik unglaublich spannend. Sie hat auch, das ist natürlich noch ein anderes Feld, sehr zum Individuationsprozess beigetragen. Aber das ist noch ein, das können wir jetzt nicht ausführen, aber darüber könnte man auch nachdenken. Wiederum, also meine Sympathien waren deutlich hörbar. Ich will gerade vor dem Hintergrund an der Stelle vielleicht ein bisschen auch werben für diejenigen, die versucht haben, Mystik unter Kontrolle zu bringen. Wenn ich in unserer heutigen demokratischen, rechtsstaatlichen Situation mir vorstelle, es gibt Menschen, die aufgrund ihrer individuellen, eigenen Erfahrung sagen, ich weiß, dass es so ist und ich weiß das mit höherer Autorität als jede andere Autorität, die da ist, dann wird es schwierig. Und ich muss jetzt gar nicht die ganzen Debatten um Corona aus den letzten Monaten aufrufen. Ich glaube, es ist unmittelbar deutlich, welche Probleme da entstehen können. Und dass sie in einer Gesellschaft, die im Prinzip von ihrem Grundverständnis her eine nicht autoritäre Gesellschaft ist. Und das ist natürlich in den autoritären Gesellschaften der Vormoderne noch mal viel heikler. Das ist, damit will ich um Verständnis werben, nicht um Sympathien für die Mystikverfolger. Denn also natürlich die Angst, die dann vor mystischen Personen bestanden hat, die hat mit Werten zu tun, die für uns unendlich weit weg sind. Sehr viel der Verfolgung gegenüber mystischen Personen hat mit Frauenfeindlichkeit zu tun, denn das, also Mystik war natürlich immer auch der Ort, der es Frauen, die ja kein Amt in der mittelalterlichen Kirche, auch kein Amt in der frühneuzeitlichen Kirche, auch nicht in der evangelischen frühneuzeitlichen Kirche haben konnten,
das hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, selbst tatsächlich Wahrheit auszudrücken, eigene Wahrnehmung auszudrücken, selbst ein Sprachrohr zu sein, und die sind massiv unterdrückt worden, diese Frauen, auf furchtbare Weise. Also das will ich nur noch mal bei einem Verständniswerben dazu auch gesagt haben, dass meine Sympathien diesen Unterdrückern keineswegs gelten, aber man muss im Einzelnen eben sehr genau sortieren, welche Motive spielen da eine Rolle und natürlich auch, was ist das Risiko dessen, wenn Mystik umkippt in eine eigene, vielleicht dann autoritäre Struktur, die sich einfach überhaupt nichts mehr sagen lässt. Worin sehen Sie den bedeutendsten Beitrag Böhmes in dieser Reihe der Mystiker? Kann man das in so eine kurze Essenz bringen, dass man sagt, das ist jetzt, das unterscheidet ihn von den anderen, oder eben genau das, was er gesagt hat, ist Teil, oder das ist, macht die Mystik aus? Was ihn, denke ich, so bemerkenswert macht, ist das, wovor ich jetzt, weil ich noch dabei bin, mich Böhme anzunähern, zurückgeschreckt bin, es darzustellen, ist, dass das ja übergeht in ein Gesamtbild der Wirklichkeit, was er entwirft. Das ist, glaube ich, vergleichbar in dieser Form in der Gesamtgeschichte der Mystik so nur bei Hildegard von Bingen der Fall, die eben tatsächlich ein Gesamtbild der Wirklichkeit auch entworfen hat aus einer mystisch gefärbten Perspektive. Und das haben wir bei Böhme und ihm ja offenbar in einer Genialität, dass man ihn eben weit in den Idealismus und darüber hinaus dann rezipieren konnte und als Anreger für solche Gesamtbilder von Wirklichkeit haben konnte. Das ist für mich, wenn ich jetzt so überlege, was wird die nächsten Jahre mein Thema sein, wenn ich mich weiter Böhme annähere und vielleicht das von Ihnen angesprochene Buch dann mal über Böhme schreibe, genau die Frage, wie verbindet sich diese mystische Perspektive mit einer gesamten Kosmosperspektive? Dann ist ja interessant, dass Sie jetzt gerade vorher von den Frauen gesprochen haben, dann Hildegard von Bingen nennen und ihn jetzt in Beziehung setzen. Das hört sich wirklich spannend an. Mal schauen, was da sich so entwickeln kann daraus. Eine gute Wahl, sie mit im Boot zu haben und vielleicht auch ein Stück weit so ein Kapitän zu sein, der schaut, wo wir so lang segeln können. Ich glaube, mich würde jetzt noch mal interessieren, welche Mystiker hat denn Böhme dann nachfolgend vielleicht noch? Kann man davon auch sprechen? Gibt es Mystiker, die dann später, also quasi später entstanden, aber die später Formen oder neuzeitliche Formen gefunden haben, die sich auch wieder von Jakob Böhme inspiriert gesehen haben? Kommt das auch in Ihrer Geschichte der Mystik vor, oder ist das auch etwas, was wir dann später mal finden werden, wenn Sie weiter geforscht haben? Also tatsächlich die ausdrückliche Böhme-Rezeption, die ist ja eben dann wirklich sehr stark im philosophischen Kontext. Ne? Das ist, also da haben wir eben, also Bader hatte ich angesprochen, Schelling, Tieck, das ist das ganze Umfeld, die haben mit einem Mal Böhme intensiv gelesen. Das ist in der Vorzeit in der Intensität wohl gerade auch bei denen, die dann spezifisch mystisch orientiert waren, nach meinem jetzigen Kenntnisstand nicht der Fall gewesen. Das heißt, da wird gerade dieser Kosmosbereich sozusagen noch stärker in den Vordergrund gespielt, soweit ich es momentan nachvollziehen kann. Also wir haben eben doch eine vielschichtige Person in Böhme mit verschiedenen Ansätzen, in denen wir uns ihm nähern können. Falls jemand jetzt, da gibt es noch jemand. Direkt dazu eine kleine Bemerkung, vielleicht habe ich das missverstanden, aber Angelus Silesius, Gottfried Arnold und mir fielen noch eine Reihe weiterer ein, auch Gichtel, haben doch durchaus die Sophienmystik aufgegriffen in der Rezeption.
Also das fällt mir nur so als, aber vielleicht habe ich das auch missverstanden. Meine Frage wäre, ist denn der Gegensatz in Görlitz wirklich zu finden, mystische Traditionen zwischen Luthertum und Böhme? Wenn man an Moller denkt, wenn man daran denkt, dass der Sohn von Gregor Richter eine Publikation herausgibt zum Thema Brautmystik, sehr intensiv, ist das der sprechende Gegensatz? Oder ist nicht gerade das Luthertum, zumindest im Görlitzer Bereich, massiv dadurch geprägt, wenn man an Martin Moller denkt? Also ist der Gegensatz wirklich die Mystik, die dann sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt? Also zum ersten Punkt vielen Dank für den Hinweis. Da müsste ich tatsächlich selbst nochmal nachgucken, ob die Sophienmystik sich auf Böhme bezieht an der Stelle. Also Sophienmystik wird im 17. und 18. Jahrhundert sehr stark aufgegriffen. Eleonora Petersen ist auch jemand, die das sehr stark hat. Wie gesagt, gehe ich dem gerne nochmal nach, wie explizit die Bezüge auf Böhme sind. Thematisch ist es jedenfalls aufeinander bezogen. Und Orthodoxie und Mystik ist tatsächlich weit über den Görlitzer Bereich hinaus etwas, was sehr eng miteinander verbunden ist. Es gibt in der Orthodoxie die Lehre von einem Ordo Salutis, einer Heilslehre, die in einer Unio Mystica gipfelt. Die Differenz, die, denke ich, sich auch hier in Görlitz widerspiegelt und im Umgang mit Böhme, ist diejenige, ist es eine Mystik, die in eine solche Ordnung eingeordnet ist, oder ist es nach Luthers Begrifflichkeit Schwärmerei? Das heißt, da eine letztlich nicht mehr, auch vor allen Dingen nicht mehr durch den Bibelbezug gestützte Mystik, deswegen habe ich relativ oft auch sehr bewusst die Bibelbezüge bei Böhme herausgearbeitet, die aber eben in vielen Fällen impliziter sind, als es von außen gefordert wird. Und das ist, also lange Zeit hat man tatsächlich auch durch die Debatten mit dem Pietismus so getan, als hätte Orthodoxie mit Mystik gar nichts zu tun. Das sehe ich wie Sie, das hat intensiv miteinander zu tun. Johann Gerhard, ja, als der Hauptautor, David Hollatz, ja, das sind alles Leute, die über eine wahre Mystik, so wird es dann noch oft beschrieben, schreiben, aber immer in der Perspektive, es muss geordnet sein, es muss die biblische Grundlage haben, und da läuft eigentlich der Spalt. Ja, ich möchte Ihnen auch noch eine Görlitzer Frage stellen, die mir vor gefühlt 3 Jahren bei einer Veranstaltung gestellt wurde, auch wo ich darüber gesprochen habe, dass wir vorhaben, uns intensiver mit Jakob Böhme zu befassen als Stadt, und dass wir auch eine Dauerausstellung in der Dreifaltigkeitskirche hatten. Viele Görlitzer haben ja den Vorteil, dass sie anders als andere, die sich nur über die Schriften ihm nähern können, auch einen geradezu physischen Bezug zu Böhme haben, all dieweil Böhme durch diese Stadt geschritten ist, die noch heute erhalten ist. Und im Grunde genommen kreist diese Frage auch um das Verhältnis von Böhme zur zeitgenössischen Kirche, also zeitgenössisch zu seiner Zeit. Da wurde ich gefragt, Herr Wieler, die Kirche hat Böhme doch ausgeschlossen, der hat ihn doch angegriffen. Meinen Sie nicht, er würde sich im Grabe umdrehen, wenn Sie sein Werk jetzt in einer Kirche präsentieren? Also wie ist das Verhältnis zwischen Böhme und der Amtskirche, der offiziellen Kirche zu seiner Zeit? Was denken Sie, würde Böhme sich im Grab umdrehen, wenn er jetzt so nah in einer Kirche präsentiert wird? Schön, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Er wird sich freuen, dass Kirche, die ja immer auch nur in einzelnen Amtsträgern gehandelt hat, dass Kirche heute sehr viel mehr Verständnis für seine Impulse hat. Und das gilt, glaube ich, heute generell für evangelische Kirche, dass sie dieses mystische Erbe heute wieder sehr viel stärker entdeckt, als sie es im 19. und 20. Jahrhundert wahrgenommen hat. Jemand, der ausgeschlossen wird, ist ja nicht jemand, der sich selbst ausgeschlossen hat. Genau, das ist eigentlich die Frage, die ich dahinter habe, ne? Also er hat selbst eigentlich nicht das Gefühl, dass er sich von der Kirche trennen wollte, sondern das ist im Grunde genommen etwas, was ihm begegnet ist, ne? Ja, okay.
Also um in den derzeit zeitgemäßen Metaphern zu sein, ein Fußballspieler, der eine rote Karte hat, will nicht selbst aufhören, Fußball zu spielen. Okay. Das ist, und also so ist es bei Böhme im Grunde auch. Also die Abgrenzbewegung, das war, denke ich, ein Missverständnis gegenüber jemandem, der natürlich seinerseits nicht stark in einer institutionellen Verfasstheit von Kirche gedacht hat. Aber das ist das Potenzial des evangelischen Kirche, sehr stark nicht institutionell zu denken. Da haben auch orthodoxe Amtsträger vielleicht zu wenig daran gedacht, dass das Grundverständnis von Kirche nach dem lutherischen Bekenntnis der Konfessor Augustaner heißt Congregatio Fidelium, die Versammlung der Gläubigen, erkennbar an der rechten Verwaltung der Sakramente und der Predigt. Deswegen braucht es auch ein Amt für die Konstitution der Kirche, aber das Amt wird immer von diesen Aufgaben her und in Bezug auf die Versammlung der Gläubigen definiert. Und ein Mystiker wie Böhme betont vielleicht stärker diese Versammlung der Gläubigen, ohne damit aber ein Gegenbild zu Amtsträgern entwerfen zu wollen. Ja. Gemeinhin wird ja angenommen, dass der Gregor Richter den Böhme gar nicht richtig gelesen hat. Häufig wird gesagt, er hat ihn überhaupt nicht gelesen. Also ich denke ja, dass es einen anderen wichtigen Grund gibt, warum der Richter so gegen den Böhme war. Das ist eher ein menschlicher Grund. Richter war Schmied. Sein Vater war Schmied, er hat das auch selber gelernt. Und er hat sich in ganz vielen Jahren hochgearbeitet. Er hat neben seinem Studium als Schmied gearbeitet in Breslau, um sich das Geld zu verdienen, um sein Studium finanzieren zu können. Und dann war das Geld alle, dann war er Hauslehrer, dann hat er nochmal weiter studiert. Und das Ganze hat viele Jahre gedauert und hat ihn unheimlich viel Mühe gekostet. Und dann kommt da so ein anderer Handwerker und der spart sich den ganzen Spaß und betreibt Theologie ohne diese Mühe, ohne die schulische Ausbildung. Also das ist für meine Begriffe zumindest etwas, was eine Rolle spielt in dieser Feindschaft von Gregor Richter gegenüber Jakob Böhme. Also zumindest doch, ja, denke ich. Das würde mit dem zusammenpassen, dass gesagt wird, der hat diese Jakob Böhme Kopie in die Hand gekriegt und hat sofort gegen Böhme gearbeitet und ihn angeklagt, obwohl er nicht gelesen hat, was da drin steht. Ja, das ist also jetzt mein... Und das mit der Autorität der Kirche, dass Mystiker Schwierigkeiten mit ihren Kirchen haben, das ist eigentlich, glaube ich, ganz normal, wenn man, um es jetzt etwas flapsig zu formulieren, wenn man eine direkte Beziehung zum Chef hat, dann braucht man mit dem Bodenpersonal sich nicht so abgeben. Genau, das ist manchmal auch akut geworden, um auch nochmal Hildegard von Bingen anzusprechen. Die hat, als auf dem Boden ihres Klosters ein Adliger gestorben ist, der exkommuniziert war, den bestatten lassen auf dem Friedhof. Ging natürlich nicht, haben die zuständigen Mainzer Behörden sich beschwert. Und sie sagte, aber Christus hat es mir befohlen. Ja, und dann konnte der Bischof nichts mehr gegen sie machen. Also das ist genau dieses, der direkte Kontakt. Das andere zu Richter, das ist eine interessante sozialhistorische Grundierung, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich würde zunächst mal sagen, es reicht die allgemeine Differenz zwischen dem Profivertreter einer bestimmten Gelehrsamkeit und dem Hobbyvertreter. Wenn wir ehrlich sind, dann hätten wir heute auch als professionelle Theologen Schwierigkeiten, wenn irgendwo jemand auftritt und ein tolles System entwirft, aber nicht studiert hat. Würden wir erstmal sagen, geht nicht. Ja, das ist soziologisch in einer noch viel stärker auf Gegensätzen aufbauenden Gesellschaft, wie es um 1600 der Fall war, einer noch ständischen Gesellschaft, ist es natürlich noch viel extremer so, dass es den Stand der Gelehrten gab und diejenigen, die eben vom Stand her das nicht konnten. Das mit dieser Aufstiegsgeschichte im Hintergrund, dem gehe ich gedanklich auch nochmal nach, finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Wenn sonst keiner mehr eine Frage hat, würde ich sagen, werden wir mal der Wärme geschuldet doch auch jetzt zum Ende kommen. Wir merken, dass das noch lange kein
Ende geben wird zu dem Thema und dass wir natürlich weitermachen. Ne? Das, vielen, vielen Dank, dass Sie da so auch in die Tiefe eingestiegen sind. Pfarrer Paul, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der ist ja dann Herr über die Dreifaltigkeitskirche und auch Teil des Jakob-Böhme-Zentrums. Und Dr. Wieler, auch klasse, dass Sie da waren, auch obwohl ein Samstag ist und obwohl es eigentlich ein anderes Wetter ist für vielleicht andere Sachen. Und ich danke euch allen, die hier da seid. Und wir haben es ja aufgenommen. Insofern wird es vielen Leuten noch als Grundlage von Diskussionen dienen, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank. Und wir machen weiter, oder? So. Und ich habe, ja, ich weiß, dass Sie sicherlich, weiß ich nicht, ob Sie alles mit nach Amerika nehmen, aber ein Stück Görlitz habe ich für Sie noch vorbereitet. Ja, das hat auch ein bisschen was mit Mystik zu tun. Ja, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Vortrag. Aber wir werden doch erstmal noch ein bisschen warten müssen. Ihre Tagung kommt zuerst und da werden wir sicherlich auch einiges mit, ja, zumindest anschauen können. Im Flyer sind die nächsten Sachen angekündigt. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Vortrag. Im Oktober wird das dann erst sein. Und haben noch schöne Sachen auf dem Zettel. Vielen, vielen Dank. Also bis zum nächsten Mal.